そう、ほいしょ。ほいしょ、ほいしょ。Weil die Häuser hier auch echt. Stopp, was war das? Und der Mietring rein. Habe ich überhaupt gerade Leute da? Ja, alle da. So. Wir werden sehen. Oder halt auch nicht, ne? Der Paar läuft aber, das ist okay. Ja, das Problem ist, ich glaube, ich baue ein zweites Dock, weil ich ein bisschen Sorge habe mit dem. Mit der Kupfer. Dass sich das hier zu arg staut. Machen wir lieber zwei. Eine Beduinenarmee. Einen Monat. Geht noch. So. Kulturwanderung ist inzwischen auf 5,30. Das Problem ist, wir brauchen dafür auch noch Papyrus und wir brauchen Leinen. Wohlstandwertung sieht schon gut aus. Bürgerrechtwertung kriegt man hoch. Bewährungszahl 6000 ist natürlich auch nicht so ohne. Machen wir erstmal den Kampf hier. Unsere Wagen. Die überrollen die jetzt alle. Easy. Zwei Infanteristen verloren, sonst kein. Läuft. Läuft, läuft, läuft. So. Ich brauche auch noch mehr Warenlager jetzt für den Granit. Ich glaube, wir machen noch ein Häuserding auf. Wir machen das, glaube ich, hier ums Eck. Ist, glaube ich, recht clever. Könnte man dann theoretisch auch noch eins machen. Ladidadidu, ladidadidei. Müssen wir aber hier oben planen, das ist blöd. Was ist das in der Mitte, wollte ich rausnehmen noch? Zack. Und da kürzere Wege. So. Können wir hier unten nämlich den Pavillon machen? Dim, 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 dim. Oh ja. Architekt, Polizei, Arzt, Apotheke, Zahnarzt, welchen Gott? Einmal fahr, einmal seht. Und dann machen wir hier noch einen Steuereintreiber dazu. Dann kriegt ihr schon mal Gärten. Es wird doch. Jetzt machen wir, glaube ich, hier einfach die Warenlager rüber. Packt mal den Granit rein. Dass wir den großen Obelisken auch noch bauen können.
Da schickt man auch mal Karren los, dass sie, dass der Kupfer näher an den Docks liegt. Oder überhaupt nicht voran. Das Kupfer. Der Kupfer. Oh Gott. Ich glaube, ich muss aber auch mehr Kupfer produzieren fast, ne? Wir haben gar nicht so viel. Aber es reicht eigentlich von der Wohlstandswertung her. Ich muss den Export eigentlich gar nicht hochschrauben gerade. Ja, doch, muss ich nachher noch. Muss den hochkriegen, weil wir müssen ja auch noch einiges importieren. In welchem Franchise das leider keinen Nachfolger mehr erhalten hat, würdest du dir gern einen wünschen? Boah, gute Frage. Schwierig. So spontan. Splinter Cell. Da war doch mal einer angekündigt. War das fake? Da war doch mal was. Half-Life 3. Ah. Aber das könnte ja vielleicht noch klappen, oder? Da kam doch das Remake jetzt erst von dem einen Teil. Ich weiß gar nicht von welchem. Ich habe die gar nicht gespielt bisher. Also ich muss sagen, ich fand viele Games besonders gut, die aber wirklich viele Nachfolger hatten. Command & Conquer, die Reihe, hat ja doch einige Titel gehabt. Die Tales of-Reihe ist ja absolut eins meiner Lieblingssachen. Also vieles hat ja wirklich einige Teile gekriegt. So, jetzt habe ich, glaube ich, was gnadenlos verbockt. Ja. Jetzt habe ich was gnadenlos verbockt. Also, ich habe einen Fehler gemacht. Hab nicht aufgepasst. Es kommt eine Armee in 6 Monaten hierher, um uns anzugreifen. Ich habe aber alle Armeen losgeschickt zu einer entfernten Schlacht, die erst in 13 Monaten erfolgt. Das heißt, die böse Armee kommt, während meine Leute alle weg sind. Ja! Okay. Pech gehabt, würde ich das nennen. Ich werde nicht so wirklich warm mit den japanischen RPGs. Ja, muss man ja auch nicht, ne? Es wäre auch blöd, wenn alle den gleichen Geschmack hätten. Auf Steam ist ja ein Spiel namens Inscription, aber der... Oh! Da wäre eine Fortsetzung natürlich mega geil, aber bitte mit dem ersten Akt. Das wäre natürlich cool. Geiles Spiel. Geiles Spiel. So, als nächstes müssen wir dann loslegen mit Leinen und Papyrus. Das ist natürlich auch relativ teuer. Ah, ins Kitchen war echt cool. Das kann ich genauso unterschreiben, Fanny. Kapau. Also Kapau im Sinne eines zustimmenden Kapau. Alles klar. Das passt doch recht gut. Oh ja, wir wollen auch Polizisten hier haben, ja? Ja, die sind ein bisschen böse. Okay. Okay. Ich glaube, wir verlieren. Upsi! Die hätten wir sogar mit einem Ding schlagen können, ne? Aber okay. Was haben sie uns denn zerstört? Steuerantreiber steht noch, Familienwohnsitz steht auch noch. Oh, die haben einen Steuereintreiber zerstört. Wow. Oh, das ist ja schrecklich, dass wir keine Armee da hatten. Oh nein. Ich find's so traurig, ne? Oh.
Im alten Spiel wäre diese Armee hier jetzt drüber gewalzt und hätte uns alles zerstört. Und hier denkst du dir, ja gut, ist egal. Wofür baue ich Armee auf? Eigentlich brauche ich keine. Sollen wir jetzt noch mehr Kriegshäfen bauen, wenn die jetzt auch mit Schiffen kommen? Aber eigentlich ist das egal, ne? Echt. Deprimiert mich ein bisschen. Bitte. Das Spiel Star Wars Jedi soll nicht so auf einen guten Stand rauskommen, weil viele technische Probleme wieder bestätigt sich, dass das Spiel keinen guten Start durch die Reviews erhält. Dass AAA-Spiele irgendwie mehr an Qualität abnehmen. Aha, es ist wieder schade, ne? Das ist doch blöd. Es ist halt so traurig, wenn es eigentlich gute Spiele sind und dann... Naja, was heißt gute Spiele? Sollte halt auch nicht passieren, dass sie so gnadenlos schlecht mit der Technik klarkommen. Oh, wir brauchen übrigens auch noch Bier. Das müssen wir auch noch importieren. Man hier importieren muss. Das Problem ist halt, ich muss dieses Zeug auch hier oben irgendwie reinkriegen. Und es wurde Hehe, kauft Waffen, jawohl. Kupfer, jawohl. Holz, jawohl. Und über Land. Gar nicht so schlecht. Dann können wir ja richtig jetzt loslegen. Mit unserem Export. Und ich muss hier aber jedenfalls noch... Gleichwertung steigt. Können wir mal kurz hier was versetzen. Und mich hier gerne ein Warenlager reinbauen. Ich gehe hier diesmal extra ein bisschen weiter hoch, wenn ich es einfach so arg über die Map verteilen muss. Das ist ein bisschen schwierig. Im Testvideo kam das Spiel mit einer RTX 4090. Neueste Grafikkarte auf dem Markt, ein Riesenteil. Noch sehr ins Straucheln. Echt jetzt? Boah. Ja, aber was willst du denn halt auch noch mehr machen, ne? Ist doch beschissen. Und ich habe mir vorhin einen Tee gemacht und ich habe noch nichts getrunken. $42,90. Oh Mann. Weil wie viel die auch kosten. Total. Oh, und das, so ein Ding wiegt ja, glaube ich, 2 Kilo inzwischen. Oder mehr? 2,5? Übelst heftig. Okay, ihr habt irgendwie schon Bier gekriegt. Wo habt denn ihr jetzt so schnell Bier her? Und was war hier? So, was wir jetzt überall einplanen müssen, sind Schreiberschulen und Bibliotheken. Und zack, haben wir kein Papyrus mehr. War aber zu erwarten. Dann brauchen wir natürlich auch Gerichte noch. Ihr geht einfach zu dem unteren Holz. Zu. Dann machen wir das Ding hier auf. Vielleicht auch eine schlechte Entscheidung gewesen, aber
Egal. Schau einfach Schule. Gericht. Kriege ich kein Gericht mehr unter. Das ist ein bisschen schade. Ich habe übrigens auch noch eine Sperre. Vielleicht machen wir die auch mal noch weg. Wenn das Ding ja hier verbinden. Zack. Okay. Hier schon kommen. Man soll das Motherboard horizontal in die Grafikkarte vertikal verbauen. Was du halt auch für Gehäuse da inzwischen brauchst an Größe, ne? Wahnsinn. Mir graut es jetzt schon, wenn dieser PC hier mal versagt. Ja, das wird schrecklich. So. Jetzt gucken wir mal, wie unsere Wertung inzwischen aussieht. Ja, Wohlstand ist super. Königreich sieht auch inzwischen gut aus. Da brauchen wir mal keine Grabbeigaben. Problem ist natürlich die Kultur. Die Kultur haut uns ganz schön rein. Oh, Haus, was hast denn du da gemacht? So, dann brauchen wir noch Einbalsamierungshäuser überall hin. Ein Mensch kann nur so viel jonglieren und nicht mehr. Wenn es in dieser Stadt doch bloß noch mehr Künstler wie mich gäbe. Ist okay. Ich baue euch gleich noch ein paar. Bam, bam, bam. Hast du eigentlich von dem Unreal Engine 5 Video gehört? Es ist zum Teil so nah an der Realität, dass viele die Echtheit des Videos stark anzweifeln, obwohl einer der Entwickler in einem anderen Video Bereiche von der Map gezeigt hat, die es gar nicht schaffen, ins Video zu kommen. Und die hat zu früh abgeschickt. Ich hab's nur in den News als Überschrift gelesen. Hab's mir aber noch nicht angeschaut. Aber gehört habe ich's schon, ja. Dass es einfach zu krass echt aussehen soll. Ich glaube, irgendwann kannst du es einfach auch nicht mehr unterscheiden. Das ist einfach übel. Die Entwicklung ist schon krass. Wie viele Granitblöcke habe ich eigentlich? Ah, ich habe schon 200. Okay. Oh, der Kleine. Wie haue ich denn den jetzt? Den haben wir dahinter. Das sieht doch hübsch aus, oder? Ist nicht symmetrisch. Scheiße. Ich hätte einen Slot freilassen müssen. Verdammt. Zwischen den Kleinen. Direkt. Nicht handeln. So, dann können wir da nämlich die anderen Sachen einplanen, die wir noch brauchen, um die Kulturwertung irgendwie hochzukriegen, würde ich sagen. Stadt gespeichert. Was machen wir denn? Was sind denn die Szenetäuser? Ach, die sind da unten, ne? Wo habe ich denn mein... Ja, ich habe so gut wie kein Bier. Also das Bier macht echt Probleme scheinbar. Das Bier macht Probleme. Vielmehr stellt sich mir dann die Frage, ob ich das auch so spielen möchte. Wenn es zu nah an der Realität ist, weiß ich nicht, ob ich beispielsweise einen Shooter spielen würde. Ja, ich weiß, was du meinst. Schwierig, ja. Oder wenn Tiere da sterben oder so. Stimmung der Stadt verschlechtert sich. Was habt ihr denn für ein Problem? Achso, die Arbeitslosenquote, weil ich gerade sehr viele Dinge abgerissen habe. Warenlager. Ja, Realismus ist nicht immer so vorteilhaft manchmal, ne? In Spielen. Hast du recht.
Da wird die Diskussion dann auch bestimmt wieder lauter mit. Schlimme Sachen sind immer die, die Shooter spielen. So, aber Büros haben wir. Das heißt, ich könnte hier oben auch locker noch eine... Und hier mal eine Schreiberschule hin und da noch eine Bibliothek. Ich glaube, Zahnärzte habe ich auch noch teilweise gar nicht eingeplant. Oh, direkt noch ein paar mehr. Okay, doch, ich habe dran gedacht. Ja, alles gut. So, Kulturbildung fehlt gar nicht mehr viel. Ja, Wahnsinn. Ich muss aber auch noch mehr Leute bauen. Wir brauchen noch mehr Peoples. Wir machen noch ein Ding auf. Guck ich gerade, wo ich das hinmache. Schickt das denn? Vielleicht machen wir hier einfach so ein Ding. Reich für heute ist gestiegen. Ja, ist okay. Muss das Senate House nur in der Nähe sein oder läuft da auch jemand rum? Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so ganz sicher. Warte mal. Gehen wir noch mal raus. Für die meisten endet die Suche nach etwas so trivialen wie Arbeit als Fehlschlag. Dead Island 2 scheint ja einen guten Release geschafft zu haben. Oh ja, da sind viele echt begeistert. Obwohl es viele Probleme während der Entwicklung gab, sodass mehrere Firmen das Projekt im Laufe der Zeit weitergereicht haben. Ach, daran lag das. Ich habe nur gelesen, dass es irgendwie 12 Jahre gedauert hat jetzt. Aber jetzt nicht, woran es lag, aber krass. Okay. Ich muss jetzt den Temper hier nochmal. Schon übel, oder? Ich glaube, auch in Deutschland geschlitten worden. Ich habe es mir auch überlegt, war mir dann aber nicht sicher, gerade auch beim Stream, ob du da Probleme kriegen kannst, weil es ist ja schon... Hat der erste Teil... Gab es da nicht auch Probleme, dass du nicht alles zeigen durftest und so? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall nicht so ohne. Aber scheinbar echt ein richtig gutes Game geworden. Habe ich auch gehört, ja. Ne, das machen wir unten hin. Machen wir hier hin. Dann, dass die jetzt erstmal nicht einwandern, weil Arbeitslosenquote ein bisschen zu hoch ist. Da haben die dann keinen Bock. Sind die schlecht drauf alle? Was mir jetzt gerade auffällt, wir hätten ja das Möglichkeit mit Webereien, dass wir einfach sagen, wir gehen auf. Wir machen das Ganze selbst. Wäre ja die clevere Variante. Den Papyrus woanders reinplanen. Jetzt mal kurz lauschen ein bisschen. So.